Ja, hier, ne? Erstmal hier. Unboxing über so ein Grafik, der Blip, was der schon wieder hat, da könnte ich wieder ausrasten, wenn er sich immer irgendwas über Amazon bestellt, hier Decke. Ich? Immer. Ja, du. Und der Junge ist nur Deko. Ja, ich. Oh, hier ist was Schönes. Deko, ne? Kameramann, ne? Aber egal. Hier ist was Schönes drin. Müll. Da kommt weg. Hier ist was Schönes, hier ist was ganz alles drin. Ne, wo ist denn da? An der Seite schon innen gewesen. Sag mal, was packst du da jetzt überhaupt aus? Was ich hier auspacke, ich packe hier für deine YouTube-Fans ein Intuos Draw packe ich hier aus, also ein Wacom Intuos CLT 490, wenn du es genau wissen möchtest. Weißt du was, ich mache das sogar für die auf. Ich mache das für die auf. Ich fange natürlich mit dem wichtigen Ding an, mit dem Stift. Mal so ein Dämmchen holen. Zu mal drauf. Guck mal. Echte Maustaste, zusätzliche Taste und durch das Drücken des Stiftes hat man direkt einen Linksklick von der Maus. Den nehmen wir hier unten hin. Das Tablet. Den nehmen wir hier oben hin. Durch die wichtigen Sachen. Klopapier. Braucht kein Mensch so eine Scheiße. Habe ich immer bei meinen Apple-Produkten immer so Anleitungen, die kein Mensch braucht, weil das sich selbst erklärt. Könnte ich wieder welk werden hier drin. Guck mal, die haben sogar USB-Kabel für das Scheiß-Dinge. Hat sogar hier oben noch ein Nappes drauf zum Schützen. Guck mal, wie süß. Hier unten haben wir auch noch einen drauf. Das ist USB 2.0, ganz normal. Ich kann sagen, was das ist. Was denn? Gute Qualität. Gute Qualität. Mach kaputt. Alles, was der Mann in die Hand nimmt, ist kaputt, oder was? Von Welt werden hier. Mach kaputt. So. Hier haben wir Klopapier. Noch mehr Klopapier. Noch mehr Klopapier. Oh. Hard Drive Disk. Müll. Jetzt packen wir das schöne Teil hier erstmal aus. Hey. Machen wir das denn weiter? Sag mal hier unseren Zuschauern, was hast du jetzt genau damit vor und was hast du damit bezahlt überhaupt? Damit man sich immer vorstellt, wozu man das braucht, also, dieses Küchentablett. Dieses Küchentablett ist ein Grafiktablett von Wacom. Das ist dafür, um am Computer mit Stift zu zeichnen. Das bedeutet, man benutzt den Stift und zeichnet auf der Zeichenfläche. Das wird einfach am Computer nachher projiziert. Nachher auch noch in unserem Review zu sehen, denke ich jetzt mal. Genau, ne? Werden wir im Review noch zeigen. Dann sollte man das hier aufklappen können. Oder doch nicht so hart klappen können. Ey! Ich will das doch zeigen. Okay, dann zeige ich es doch nicht. Ah, jetzt. Die Verpackung abnimmt, kann man hier noch einen Akku einbauen. Bedeutet, das Teil kann man auch mit ganz normalem, nicht USB, sondern mit ganz normalem Akku und per Bluetooth betreiben, wenn man das möchte, wenn man das hat. Kommt hier der Akku rein, der müsste, ich meine, 2700 mAh Leistung haben. Genau weiß ich das jetzt nicht. Könnt ihr mal nochmal nachgucken. Ja, dann war es das erstmal fürs Unboxing.